Es ist noch dunkel. Und ziemlich früh. Noch ziemlich früh am Morgen. Oh. Ah, der Mond geht gerade unter. Aber ich habe nicht mehr viele Nahrungsmittel. Und hier werde ich wohl kaum viel finden, oder? Außer jede Menge Met. Und außerdem möchte ich hier nicht sehr lange bleiben. Ein Apfel. Okay, den kann ich mitnehmen. War trotzdem reich. Wie viel habe ich noch? Mal im Rucksack sehen. Ach, zwei Äpfel. Zwei Äpfel und etwas Met, das reicht nicht wirklich für den einen langen Weg zurück. Hm. Komm, durchsuchen wir die Festung. Möglicherweise hier bei den Zelten. Liegt hier noch etwas? Weil nach Rifton möchte ich nur ungern gehen. Aber scheint dem beinahe nicht so zu sein. Was ist hier in dem Fass? Kartoffeln. Und Pilze? Ich denke, die Kartoffeln kann ich mitnehmen. Haben wir hier noch ein Feuer? Nein. Aber eine Truhe. Ein weiteres Eisenschwert. Das werden sie nicht mehr brauchen. Aber ich kann es auch nicht gebrauchen. Möglicherweise werden sich hier bald irgendwelche Reisenden einfinden. Die können dann die Zelte nutzen. Die toten Wölfe. Warten immer noch. Hier auch nichts bei dem Zelt? Nein. Okay, ich denke, ich kann es nicht weiter aufschieben. Ich muss nun langsam zurückgehen. Möglicherweise kann ich ja zwischendurch jagen gehen. Das, ja, mit der Jagd müsste ich genug Gegenstände finden. Okay, ein kleiner Sprung. Und ich muss noch einmal nachsehen. Ein letztes Mal muss ich noch nachsehen. War es hier? Ja, hier war es. An dieser Stelle ist er gestorben. Es tut mir leid, Pferd. Es tut mir leid. Wer auch immer dich fortgezerrt hat. Ich werde ihn finden. Und es tut mir leid, dass du wegen mir gestorben bist. Also nur noch Riftern. Oder zurück. Nach Weißlauf. Keine geringe Entfernung zum Laufen. Aber ich denke, wenn wir uns nach Iverstadt durchsteuern könnten, könnten wir uns dort neue Pflegung suchen. Von da aus weiter Richtung Norden gehen. Am Berg der Graubärte vorbei. Okay. Also auf nach Iverstadt. Solange es noch dunkel ist. Und die Wesen der Nacht noch schlafen. Die Wesen des Tages vielmehr, oder? Was wird mich nachts erwarten? Möglicherweise wieder ein Vampir-Nebelläufer? Anders als wir es bald haben. Ich denke, es reicht. Oh! Interessant. Noch eine Wolfsleiche? Woher hat sie einen Granatstein? Oh, es ist schwer. Ich muss gucken, kann ich irgendetwas zurücklassen, weil sonst wird der Rückweg sehr lang. Die orkische Streitachs, die werde ich als Andenken behalten. Die wird mir niemand abnehmen können. Noch nicht die Leder am Schienen. Ich denke, diese kann ich hier lassen. Viel wert sind sie nicht. Ein weiteres glänzendes Kraut? Nein. Dem vertraue ich nicht. Aber was ist hier bei dieser Mühle? Das würde mich doch interessieren. Eine Wache? Scheint fast so. Wache von Macht keinen Ärger, Kaiserlicher! Nein, ich mache keinen Ärger. Gibt es hier was zu essen? Die Kernholzmühle. Sie ist noch verschlossen. Ein Vogelnest? Nein, das brauche ich auch nicht. Ich könnte mich hier etwas an der Holzarbeit betätigen, aber... Nein. Nein, nein. Durch die Wildnis ist das zu empfehlen. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf der richtigen Flussseite. Ja, durch die Wildnis. Also. Es wird wahrscheinlich ein, zwei Tage dauern. Oh. Da war ein Fuchs. Ist noch ein Reh. Ich muss mich nur etwas näher anschleichen. Ah, ich fühle, wie mich meine Fertigkeiten im Schleichen sich verbessern. Wo ist es hin? Komm her, kleines Reh. Ich tue dir nichts.
Straße. Aber sie wird wahrscheinlich nach Iverstadt führen. Wo ist das Dreh hin? Da hinten ist noch ein weiterer Elch. Ein Wolf? Oder ein Hund? Nein, eine Horde Wölfe. Und ein weiterer Elch. Bleib stehen, Elch. Das ist zu hoch. Nun? Nein. Verdammt. Haben wieder zwei Pfeile verschwindet. Und Wolf's Flash ist nicht sehr angenehm. Nein. So wird das nichts. Ich ziehe lieber mit meinem Schwert durch die Gegend. Ein Zeichen dafür, dass sie mich lieber nicht belästigen sollten. Wartet mal. Die Star kommt mir bekannt vor. Ich denke, hier war ich schon einmal. Ja, ich war hier einmal als Söldner eingestellt. Vor vielen Jahren. Sie werden doch sicherlich etwas zu essen haben. Salz. Salz ist ja schön und gut. Hm. Ihr erinnert euch wohl nicht an mich. Hm? Ah, zeig mir doch. Oh, ihr habt Äpfel. Wieso buddelt er denn da? Und noch mehr Äpfel. Oh, danke. Diese werde ich mal mitnehmen. Ich denke, die sind eine gute Verpflegung fürs Erste. Und noch etwas Erz? Nein. Noch mehr Erz kann ich nicht tragen. Ich bin schon jetzt heillos überladen. Und ich sollte eigentlich nur leichtes Gepäck auf diese Reise mitnehmen. Weiteres Kraut. Okay, der Fluss scheint hier etwas seltsam zu sein. Ah, ich kann aber hier über das Holz gehen. Ah. Na. Und drüber. Ah, die Sonne geht wieder auf. Ein schönes Pferd. Ich vermisse dich. Ich denke, ich werde dich irgendwann in Sorengarde sehen. Für deinen Mut. Immer und immer wieder gegen den Feind anzusprechen. Oh, ich kenne ihn nicht. Ein Hase. Komm. Ich bin doch eh schneller als du, wenn ich nicht so viel tragen müsste. Ah. Komm her, Hase, bleib stehen. Ah. Und wer läuft da hinten? Oh, von einem Hasen ausgetrickst. Das kann doch nicht sein. Wie war's dort ist links, aber der Hase. Okay, komm. Nur ein Schuss. Bleib stehen. Nein. Er ist mir gekommen. Wie zu erwarten war. Wölfe? Ja. Du nicht. Hast du noch hier irgendwo deine Kameraden? Hm? Wo ist dein restliches Wolfsrudel? Oder was verstoßen? Aber wartet, wenn der Wolf hier war, hat er möglicherweise das Kaninchen gerissen? Nein, dem scheint nicht so zu sein. Okay, dann aber zurück. Ich brauche viel zu lang hierfür. Der Weg ist noch weit. Ein einzelner Wanderer in dunkler Kuh. Oh. Konzentrier dich. Was so? Wer bist du denn? Stirb! Du hast den falschen Tag ausgesucht, um einen Reisenden anzugreifen. Wer bist du? Wer warst du? Warum hat er mich angegriffen? Ich weiß nicht. Andererseits, wenn er noch so ein Kundenträger rumläuft, dann sollte ich lieber nicht mit ihm sprechen. Da ist er wieder, der Elch. Dieses Mal. Nein! Verdammt! Aela ist in der Tat ein größerer Jäger als ich. Wärst du da? Nein, schon wieder zu niedrig. Oh. Aela, du wirst mir noch vieles beibringen müssen. Nein! Jetzt aber, komm,
Ah, ich glaube, ich habe getroffen. Aber wo rennt er hin? Ich darf ihn nicht wieder verlieren. Bist du das? Du scheinst festzuhängen. Es tut mir leid. Dein Fleisch wird mir noch dienlich sein. Aber in der Tat keine Art, wie man einen Elch? Ja, einen Elch töten sollte. Ich muss noch viel lernen. Noch einer? Oh. Du bist der, den ich gerade hatte, oder? Stehen! Und wieder ein Elch weniger. Und wieder etwas Wildfried, okay. Und es scheint mir Iverstadt zu sein, oder? Ja, ich bin da. Die Abkürzung Querfeldein hat doch einiges bewirkt. Sehr gut. Es hat ein Gasthaus. Und es hat Lachse. Oh. Ich denke, ich kann mich hier an einigen gütig tun, oder? Oh, ja. Okay, ich denke, jetzt habe ich wieder einiges gesammelt. Der Weg bis Weißlauf dürfte nun kein Problem mehr sein. Er dürfte nur dauern. Seid gegrüßt, Wirt. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Wilhelm. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Das jetzt, werden sie hoffentlich. Da unser Geist demaskiert wurde, kommen vielleicht wieder mehr Besucher in die Stadt. Nicht nur dann und wann ein Pilger. Ja, das hoffe ich doch für euch. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ja, vielen Dank. Ihr habt genau das, was ich brauche, nämlich Essen. Habt ihr möglicherweise jetzt Salz? Na, ich hätte das Salz vielleicht doch mitnehmen müssen, aber danke fürs Salz. Und doch noch so etwas essen? Oh, es sieht köstlich aus. Nach diesem langen Weg werde ich mir wohl etwas Wein mal gönnen und etwas Ziegenkäse. Vielen Dank. Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintretet. Es ist ein langer Weg nach unten. Ich weiß, ich bin den Weg schon viele Male gegangen, als ich die Graubärte besucht habe. Kann ich hier irgendwo kochen? Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Iverstadt? Männerangelegenheiten sind mein Ding. Aber wer hat hier rumgewütet? Ich kann auch nicht kochen. Ich glaube, ich habe ihn wiedergesehen. Diesen Geist. Okay, Zeit für eine kleine Pause. Eine kleine Rast nach diesen Stunden des Wanderns. Oh ja. Rohes Lachsfleisch? Nein. Die Kartoffeln. Ein Wildbret und drei Äpfel. Und den Wein, den gerade erstandenen. Das ist eine Kreatur des Bösen, Linley. Ihr solltet euch doch von diesem Ort fernhalten. Ich glaube, ihr hättet... Tut mir leid. Ich war neugierig. Geisterprobleme immer noch? Ich habe den Geschichten keinen Glauben geschenkt. Ich gehe da nie mehr hin. Es wäre eigentlich meine Aufgabe als Held, ihnen zu helfen. Aber als Gefährte ist meine Aufgabe, steuernig zurückzukehren. Immerhin, die silberne Hand, ne? Sie könnte bald angreifen. Und ich höre inzwischen zu viele Selbstgespräche. Ganz klar. Okay, kann ich nun eine Abkürzung über den Berg nehmen? Das wäre wohl etwas kürzer. Ich könnte direkt nach Flusswald gehen. Andererseits ist der Weg sehr steinig und, auch sehr hoch, der Berg. Nein. Ich denke, wir werden nun die Waldheimer Türme. Ja, der Weg zu den Waldheimer Türmen und dann direkt weiter. Das wirkt intelligent. Und ich muss vorsichtiger vorgehen in nächster Zeit. Es darf nicht nochmal jemand aufgrund meiner Unachtsamkeit sterben. Lauft. Wartet. Hatte ich nicht Gerüchte gehört, dass es hier ein Troll geben soll? Verdammt. Komm, du oder ich? Ah, ich habe schon genug von deiner Art getötet. Komm her und hol mich. Ich bin bereit. Du kriegst mich niemals. Nimm das! Ich werde deinen gottverdammten Kopf abtrennen. Möglicherweise ein anderes Mal. Ich heile nicht aber wieder von dir.
Wachen rechts. Ist hier noch jemand? Nein. Kurz rein, weil ich mich. Oh. Und ich denke, ich werde demnächst auch in Ivars Stadt Bescheid sagen können, wo die Wachen sind, die Verschwundenen. Mhm. Und eine Orikalkum-Erde. Erzader. Habe ich genug? Ja, ich glaube, ich kann sie mittragen, das Erz. Das ist dann doch zu wertvoll. Aber kein Wunder, dass so selten ein Pilger nach Ivars Stadt kommt. Sturmmäntel, wie es scheint, oder? Ja, es scheint Sturmmäntel zu sein. Hm. Natürlich, ich bin nämlich hier direkt nördlich von hier. Und herrscht über den Osten von Skyrim. Noch mehr? Eisen? Nein. Damit kann ich nichts verwenden. Nichts. Ich kann nichts davon verwenden, vielmehr. Es war eine dumme Idee, durch den Fluss zu gehen. Oh. Wo bin ich? Im Wald? Ja, ich muss im Wald nördlich von Ivarstadt sein, doch wo gehe ich hin? Hm, ich habe mich verirrt. Aber solange der Berg dort ist, weiß ich, ich gehe in die richtige Richtung. Immer Richtung Norden. Oder Richtung Nordwesten. Noch mehr Eisenerzen rein. Oh. Ja, das ist doch mal ein Anblick, für den es sich lohnt, hierher zu kommen. Komme ich jetzt hier weiter? Ich müsste mich westlicher. Ist das da ein Pass? Sieht aus wie ein Pass. Er ist aber nicht auf der Karte eingezeichnet, oder? Ja, er ist ganz leicht eingedeutet. Wenn ich es dorthin schaffe, dann könnte ich schnell. Dann könnte ich heute noch in Weißlauf sein. Oder zumindest im Flusswald. Oh, seltsame Wurzeln. Seltene Wurzeln gibt es hier. Schaffe ich das, da hochzukommen? Na komm, ich probier's. Der Weg hier scheint relativ. Ja, der Weg scheint mich dorthin zu führen. Sehr gut. Sehr gut. Na, Fuchs, begleitest du mich auf meinen Reisen? Anscheinend doch nicht. Schade. Weil von diesem Pass hier habe ich noch nie etwas gehört. Ich sollte vorsichtig sein. Nebel, natürlich. Als ob es nicht so schon schwierig genug wäre. Hm. Aber in der Tat eine wunderschöne Gegend. Dort hinten, das müsste Windhelm sein, dort. Wenn ich mich nicht irre, müsste dort auch eine Orkstadt sein. Die Geysire, das Ahnenschimmer-Heiligtum müsste ungefähr dort sein. Ja. Eine wunderschöne Welt. Ich werde sie noch oft bereisen, hoffe ich. Das ist mir jetzt hier aber kalt. Kein Wunder, dass hier nur Ziegen. Ist da wer? Nein, das sind nur die Ziegen. Ich sollte nicht paranoid werden. Aber vielleicht sollte ich trotzdem meine Waffe ziehen. Nur als Zeichen. Es scheint gut ausgetreten zu sein. Es scheint viele Wanderer hier lang zu kommen. Ist ja womöglich doch sicherer, als ich dachte. Oh, aber man kann tief fallen hier. Ich hätte links lang müssen. Aber hier an dem Hang kann ich wieder runterkommen. Sehr gut. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich sogar gleich bei dem alten Schatz auftauchen. Kann das sein? Habe ich jetzt schon umrundet. Habe ich auf jeden Fall einen großen Umweg gespart. Aber wo geht es hier lang? Hier müssten die Waldheimer Türme ungefähr sein. Bin ich an die, habe ich sie schon passiert? Was sagt die Karte? Ja, ich habe sie schon passiert. Schon lange. Oh, sehr gut. Und trotzdem unruhigt mich der Berg hier. Ja, komm, ein Pferd hat es auch geschafft. Oh.
Bin ich schon zu weit? Nein. Ich müsste in Wacht sein, aber hier komme ich nicht runter. Aber hier komme ich auch nicht mal hoch, oder? Na toll. Ein Dach müsste man sein. Okay, komm. Langsam, Probo. Langsam. Langsam. Okay. Hier schräg, und es ist nicht ganz so steil, und es ist nicht ganz so steil. Sehr gut. Ah. Hier ist es ja direkt. Die Honigbraubräuerei. Und Weißlauf. Oh. Na, wie komme ich hier runter? Langsam, langsam, langsam. Du bist kein Bergsteiger. Du willst hier nicht sterben an dem Berg. Oh. Stück für Stück. Arbeite dich runter. Ganz, ganz langsam. So. Ah, da ist es. Oh. Ah, das ist... Ah, ah. Aufpassen. Oh. Ah! Okay, gut. Ich bin beinahe unten. Nein, nein, nicht in dieser Schlucht einsperren. Nein. Ah. Oh. Und noch der letzte Schritt. Oh. Oh, das war ein langer Weg, den ich hier runtergekommen bin. Und ich habe es überlebt. Unbeschadet. Ah, trautes Weißdorf, da bist du endlich. Und noch ein Wolf. Du bist kein Gegner mehr für mich, Wolf. So. Ah, die Wasserfälle. Diese habe ich also vorhin betrachtet. Aber ich glaube, da oben kann ich rüber. Komm schon hoch. Oder ich könnte auch einfach über die Brücke gehen. Aber über den Fluss ist es, glaube ich, etwas kürzer hier oben. Und nochmal hoch. Und noch einmal hoch. Ah. Es ist dumm, aber ich denke, ich werde hier rübergehen. Los! Und dann war schon gegen Schwimmen. Gegen Schwimmen, gegen Schwimmen. Oh, Gott sei Dank ein kurzer Weg. Aber ich werde viel zu oft. Das! Ja. Ah, Zivilisation, endlich. Und jetzt ab auf die Straße. Ah, hier ist es schon wieder so steil. Okay, langsam, langsam, langsam. Ah, und da bin ich. Okay, ab jetzt dürfte der Weg ungefährlich sein. Eine alte Erde. Hm. Ah, die Mühle. Heuerei und der Stall. Aber in Tatat weiß doch viel Abflüsse, das ist mir niemals so aufgefallen. Ah, aber ich sehe schon Jorvask. Sehr gut. Er ist nicht mehr weit. Er ist nicht mehr weit. Ist tot. Was? Wer bist du dann, Pferd? Bist du nicht mein Pferd, aber du siehst aus wie mein Pferd. Stehst du da wie mein Pferd? Du bist aber etwas brauner. Nein, du bist nicht mein Pferd. Ich sollte aufhören, ihm nachzutrauern. Ich sollte aber vielleicht mal wieder ein Pferd kaufen. Die Wege werden sonst nur immer länger. Nein, nein, dieser Krieger hier wird zu Fuß kämpfen. Ich muss Sühnes, ich muss Buße zeigen dafür, dass ich so unvorsichtig war. So. Hallo Wachen, öffnet das Tor bitte diesmal relativ schnell. Ich habe keine Zeit zum Warten. Ich frage mich, was meine nächste Mission ist. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, das könnten sie. Aber ich denke, Weißlauf ist gut gerüstet. Zu viele Wachen. Zu viele Kämpfer. Und die Gefährten natürlich. Isolda, oder? Was führt euch auf den Markt? Jorvaska. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht im Flusswald zu sein. Ja. Die armen Leute da. Schön wie eh und je. Ihr wart ein
Leider. Ja! Und als Mensch, das sagt ihr. Wo seid ihr? Seid ihr hinten? Nein, ihr seid wahrscheinlich hier drin. In der Halle. Ach, das seid ihr. Leider. Ich frage mich immer noch, warum Skio euch überhaupt eingelassen hat. Ja, ich weiß, hat. Ja, da. Wir werden ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Ich glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat. Noch nicht. Da gibt es ein kleines ich Problem. Ich habe Gerüchte über... Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Nicht erlaubt? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Der Auftrag ist erfüllt. Ich habe die Pläne. Perfekt. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Sehr gut. Ich habe Gerüchte über Aktivitäten der silbernen Hand gehört. Eine Gruppe von ihnen hat sich in Jalmarsch verschanzt. Beeilt euch. In Jalmarsch? Schon wieder? So weit weg? Im Norden, wenn ich mich nicht irre, ist der Jalmarsch, oder? Warte, das kann nicht sein. Wo ist der? Wo ist der Jalmarsch? Oh, das ist schon wieder ein sehr weiter Weg. Ihr schickt mich durch ganz Himmelsrand, das ist euch klar, oder? Nein, ich laufe nun seit vielen Stunden. Wenn der Zirkel für euch bürgt, muss ich seine Einschätzung respektieren. Ja, das heißt aber nicht, dass sie mir gefällt. Ignoriert es einfach. Farkas und Wilkas, seid gegrüßt. Skior sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ihr habt wahrscheinlich gerade keine Zeit, mich zu begleiten, oder? Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Dann nahm ich aber wo ist Kotlak? Ich möchte mit Kotlak darüber reden. Über den Fluss meines Pferdes und wie ich mich weiterentwickeln sollte. Möglicherweise hat er Antworten für mich. Die Antworten, die ich suche. Kotlak, bist du hier unten? In deinem Zimmer? Da bist du ja. Sei gegrüßt, Kotlak. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Ihr seid alt, aber ihr seid noch lange nicht tot. Ihr solltet nicht davon träumen. Sagt es mir, was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet, so zu leben, dass eure Schildgeschwister mit Stolz sagen können, an eurer Seite gekämpft zu haben. Ruhm in der Schlacht, Ehre im Leben. Geht Probleme direkt an. Überlasst das Flüstern und Schleichen den Gossenratten, die nicht für sich selbst kämpfen können. Okay, danke, Kotlak. Ich denke, ihr habt mir einige Antworten gegeben. Wenn auch nicht gerade die, die ich erhofft hatte zu hören. Ich habe ehrenvoll gekämpft. Ich habe alleine eine Burg angegriffen und es dürfte meinem Ruhm auf jeden Fall zuträglich sein. Aber Ehre? Ein Pferd? Mein Pferd dafür zu opfern? Manche werden sagen, es ist nur ein Tier, aber nein. Nein, ich gehe jetzt schlafen. Ich werde nun ruhen. Bis zum Morgengrauen. Und dann werde ich wieder aufbrechen, wieder für die Gefährten.